Michael Jackson, Beat It. Hallo miteinander. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet im Facebook-Livestream hier im Radio L. Gibt es Live-Musik? Zu Gast ist der Balzner Kurt Ackermann. Hallo. Hallo Andreas. Danke für die Einladung. Ja, und heute könnt ihr auch wünschen auf der Radio L Facebook-Seite, welches Cover er spielen soll. Entweder Bruce Springsteen, Dancing in the Dark oder In Your Eyes von Peter Gabriel. Aber zuerst gibt es jetzt eins von dir, Kurt. Jawohl, eine eigene Nummer aus dem 206. Das ist Monday Morning Mirror Monologue. Kss, Mirror Monologue, sag. Gut. Neighbors' dogs wake me up. I don't mind, cause I'm anyway too late. All I need is one hot cup. Prepare the kids and they're out the door by eight. One last check in the mirror, where the lines of my face get clearer. Monday morning, mirror monologues. Monday morning, mirror monologues. Last weekend was quite a task, with rehearsal gigs and hours on the road. Now my face looks like a mask, and I need to switch into another mode. Charge my batteries and chill for a while, but please do it in style. Monday morning, mirror monologues. Monday morning, mirror monologues. Another weekend came and went. I ain't broken, but kind of bent. Don't try to analyze. Don't need to shrink, just a bit more spice. Just a little bit. Monday morning, mirror monologues. Monday morning, mirror monologues. Gray hair is taking over. Can't go party all night long no more. My back hurts and I gotta stay sober. Man at the door stop and checking my ID. My birthday present start to look like my dad's. Thank you very much, you rats. Monday morning, mirror monologues. Monday morning, mirror monologues. Monday morning, mirror monologues. Monday morning, mirror monologues. Cool. Kurt Ackermann ist das gewesen mit Monday Morning Mirror Monologues aus dem 2006. Ja, ist noch nicht so lange her, ist der letzte Montag gewesen und ich glaube, im Moment hast du schon ein bisschen mehr Zeit für so Montagmorgen-Monolog. Ja, aber Montag ist immer ein guter Tag. Viele ziehen ein bisschen in den Dreck, aber es ist ja auch immer gut. Neuer Start, Reflexion, also jetzt Kapitän, die am Wochenende arbeiten, ist der Montag wieder so, man kommt in Groove hin und ja, sieht, was die Woche alles bringt. Der Song ist von 2006. Wie ist er überhaupt entstanden? Eigentlich die erste Ziele war der Start. Neighbors Dogs, Wake Me Up. Und das war so etwas, eben, ich hasse so mit den Dingen, mit den Buchstaben manchmal. Jetzt gerade bei, ich habe noch einen zweiten Song, den ich heute noch spiele, Man-Made Madness. Das ist der 3M. Bei Monday Morning Mirror Monologues ist es 4M. Es ist so etwas gesehen, wo, ich weiß nicht mehr genau, in der Zusammenhang war, dass wenn du so einen Satz siehst oder irgendetwas hörst, Monday Morning, es hat uns gerne einen Hit gegeben, der bei euch viel gelaufen ist, ja, wo du so denkst, ist natürlich immer catchy, wenn man mit Rhymes und mit Wörtern spielt. Und wenn man dann gerade am Montagmorgen noch vor dem Spiegel steht, was ist passender als Monolog mit dir selber?
Wenn man sich dann noch erkennt. Ja, ist gut. Und diesen Montag haben wir ja dann schon gewusst, dass wir uns endlich mal wieder gesehen. Ist schon lange her. Vor 22 Jahren hast du nämlich auch eine Sendung gehabt hier bei Radio L, The Club. Sind dir da jetzt auch ein paar Sachen wieder in den Sinn gekommen, die du gewusst hast, dass du wieder zu uns ins Studio kommst? Klar, es ist ein riesen Unterschied zu früher, als Hightech-Screens als Touchscreens und eben so moderne Sachen. Ich habe früher alles mit CDs gemacht. Und es hat zwar auch seinen Reiz gehabt, weil dann hatte ich einen CD-Koffer dabei und haben wir so ready sein, um die alten CDs raus, die neuen rein. Und es ist ein bisschen ein anderer Drive. Klar habe ich auch nicht Tagesprogramm gemacht, sondern viel Live-Aufnahmen. Ja, also Wettbewerb. Mir hat ja der Roland immer so die Gadgets und Merchandise gegeben, zum Verlosen. Ja. Das war auch immer cool gewesen. Und ja, es war ein gutes Zeitfenster gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube von 9 bis 11 gewesen. Ist irgendwo in dem Bereich gewesen, ja. Ja, und jetzt sind wir in der modernen Zeit, in der Digitalisierung. Wir können live streamen, aber du bist ja einer, der das von Anfang an schon entdeckt hat. Nämlich seit dem Januar 2019 startest du deinen Tag mit einem Song, also mit einem Video. Dieses Format heisst «Start your day with a song». Wie ist es zu dem gekommen? Dort, es war eigentlich fast therapeutisch bei mir. Weil ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwo eine Aufnahme mache, ich höre immer etwas, wo nur ich höre und eben einen deutschen Schäfer oder irgendwie sowas, so der Effekt von dort habe ich noch ein bisschen was drin oder das war nicht genau gewesen. Und dann habe ich gesagt, hey, spiel doch einfach jeden Morgen einen Song, mach eine Aufnahme davon und wenn nicht gerade wirklich aus dem Song rausgehst, weil wenn du jetzt einen Song nimmst, den du schon lange nicht mehr gespielt hast, aber es war wirklich das Ziel, zu sagen, nicht gross eingesungen, sondern mit der Morgenstimme. Meistens noch in einer anderen Tonart, ist auch eine gute Übung. Der Tag anfangen mit einem Song. Und wenn es Patzer drin hat, man sieht mich manchmal smilen, wenn ich einen Patzer drin habe. Oder so. Aber so den Song zu bringen, frisch vor Leber. Am Anfang habe ich noch probiert, ja, ein bisschen mit elektrischer Gitarre und Technik drin. Gesagt, nein, Gesang. Akustik und einfach mit dem Handy aufgenommen. Es hat sich bewährt und ich bin in so einer Linie hingekommen, so einen Drive, so einen Flow, wo ich jetzt wirklich ist jeden Morgen brauche. Mir taugt es und jetzt bin ich bei 300, irgendwas 53 Songs angelangt. Also die sind alle einsehbar auf Facebook, YouTube, wo ist bist du noch dran? Instagram und ich habe es jetzt auch noch meistens in meinem Status auf WhatsApp. Oder? Gut, Stichwort, ich schaue jetzt gerade bei uns noch schnell ins Instagram ein, weil dort kann man ja abstimmen, ob man soll Bruce Springsteen von dir hören können oder Peter Gabriel. Da hat zum Beispiel Katja Langenbahn geschrieben, es hat ja 5 zur Auswahl da, die hat geschrieben, bitte einmal alle und danke. Ja, tun wir noch verhandeln. Jetzt hören wir zuerst einmal den nächsten von dir, Appreciate. Yes. Appreciate what you got, 'cause most of us do not. Appreciate what you got, 'cause most of us do not. Yeah. It ain't your house, it ain't your car, it ain't what you bought so far. It ain't your bags, it ain't your shoes, it ain't the weight you ought to lose. Appreciate what you got, 'cause most of us do not. No, no, appreciate what you got, 'cause most of us do not. It ain't the pill or your size that will them hypnotize. It ain't your gadgets, it ain't your gear that will make clouds disappear. Appreciate what you got, 'cause most of us do not. Know, no, appreciate what you got, 'cause most of us do not. Yes. Right here, the saxophone could play a melody,
right here with a saxophone. Could play a melody just for you and me. Appreciate what you got, 'cause most of us do not know. No, appreciate what you got, 'cause most of us do not. Yes. It ain't your sneakers or your cab that will rhyme your coolest rap. It ain't your God and it ain't mine that makes our world so divine. Appreciate what you got, 'cause most of us do not know. No, appreciate what you got, 'cause most of us do not appreciate. Appreciate. Yeah, mega cool. Live da bei uns im Studio, der Kurt Ackermann. Wie ist das jetzt für dich, mal wieder so quasi ein Update zu haben? Ja, es ist wirklich so was, man merkt, man rostet sehr schnell. Also mein letzter Gig war am 7. März. Und das ist jetzt ja auch schon über einen Monat her, oder so, ja, 6 Wochen sogar. Und ich bin fleissig daran, mein Repertoire up-to-date zu halten und zu spielen. Gitarre, Klavier und so, einfach die Automatismen und die Fingersets und alles, was man braucht, dass die natürlich immer noch da sind. Ich merke, so, es schleichen sich Fehler ein. Aber es ist menschlich, was rastet. Also ich versuche mein Bestes. Du hast ja noch extra einen Song mitgebracht von dir, der ziemlich in die Zeit passt. Aber eben, es läuft noch eine Abstimmung für ein Cover. Da haben wir jetzt Bruce Springsteen und Peter Gabriel im Rennen. Mhm. Aber ich muss sagen, es sind ein Haufen Leute jetzt schon live am Kommentieren auf Facebook. Und jetzt will ich mal testen, wie spontan das du bist. Und zwar hat Günther Boss geschrieben. Oh. Hoi Günther. Super. Zweig. Kurt, für mich bitte Big Yellow Taxi. Geht das? Klar, ja, gern. Ja, super, so machen wir das. Hey, sind wir sponti? Ich tue einfach rein aus Nervositätsgründen, tue ich jetzt mal den Text her, dass ich nicht irgendwo plötzlich in einen anderen Joni Mitchell-Song Platz, aber gern. Darf ich los? Ja, dann nicht los. Pave paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They pave paradise, put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge all the people a dollar and a half just to see them. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They pave paradise, put up a parking lot. Ooh la 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 la. Come sing me. Ooh la 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 la. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Oh, please. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? The pave paradise, put up a parking lot. Ooh, la, 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 la. Hey, zweite Stimme, schnall ab. Late last night, she heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away her old man. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They pave paradise, put up a parking lot. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They pave paradise, put up a parking lot. They pave paradise and put up a
parking lot. They paid paradise and put up a parking lot. Hey. Ooh, la, 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 yeah. Übrigens, ein Danke natürlich direkt auch vom Günther Boss. Er schreibt, herzlich danke für die Erfüllung meines Wunsches. Bitte, bitte. Kurt, ja, ja, das gilt, das gilt. Gruß auf Maseschaufe. Ja gut, also jetzt muss ich aber noch mal schnell schauen da zur offiziellen Abstimmung. 71% für den Bruce und 29% für den Peter Gabriel. Ja, ich glaube, der Boss ist einfach der Boss. Aber ihr könnt immer noch klicken, weil jetzt gibt es nochmal eins vom Kurt. Und zwar haben wir das ja schon ein bisschen vorbesprochen. Corona-Situation ist natürlich jetzt so für dich eine spezielle Situation, die ich dir angerufen habe, um die Frage, ob du zu uns kommen könntest. Mhm. Bist du nämlich am Hausraum gewesen, gell? Ja, es ist ja immer, also wenn du zuerst mal in 30 Jahren arbeitslos bist, dann ist es eine gute Zeit, um mal in den Fundus zu gehen und alte Fotoalben, Kabelsammlungen und Gadgets and Gears, ja, die ich auch gesungen habe, alles das Zeug, wo einfach rumliegt, wo du sagst, hey, jetzt musst du ehrlich mit dir sein, brauchst du das Zeug noch, brauchst du es nicht. Und wie es ja überall jetzt so ist, die Recycling Center, die sind ja voll mit Leuten, da wird Zeugs recycelt, dass es raucht. Und bei mir ist es nicht anders. Mhm. Und sonst, wie hat sich dein Tagesablauf geändert in dieser Situation? Ich meine, sonst wärst du am Abend immer unterwegs und am Spielen. Ja, bei dem Sinn bin ich schon Couch Potato, aber es ist dort in der Bereich gegangen, ich spiele einfach für mich daheim, weil eben das Repertoire gibt genug Arbeit, habe wieder neue Songs reingenommen. Es ist halt für mich nicht ein Job, den ich muss spielen, sondern ich will spielen. Und durch das habe ich ja, den ganzen Tag Live-Musik, wenn ich nicht sonst was abhabe. Also. Wie beobachtest du, wie die anderen Musiker mit dieser Situation umgehen? Bei gewissen ist es natürlich schon bitter, was abgeht. Weil wir sind ja die Hinterstreien der ganzen Linien. Also Gastro weiss ja nicht einmal, was läuft mit den Eröffnungen. Und wenn gastromässig nichts geht, dann ist bei der Musik, außer du hast irgendein Familienfest mit 5 Leuten, ist dann natürlich auch nicht viel los. Und für viele ist es halt unverständlich, wie ich auch gelesen habe auf Facebook, dass man dann ab jetzt wieder zum Coiffeur gehen oder zum Tätowierer, aber man kann nicht zum Beispiel Musikunterricht geben. Und eben, das sind gewisse Sachen, sind einfach nicht nachvollziehbar. Und ja, es ist... Also die Storys, die ich lese auf Facebook, ist dort schon krass. Jetzt Kollegen, die in Amerika sind, weißt, in einer gerne Healthcare oder irgendwo in die Richtung, dort ist einfach der Job los. Wenn du jetzt noch neben der Musik machen etwas gehabt hast, wo das zweite oder dritte Standbein war. Und ja, dann stehst du voll wirklich im Schilf und bist bis zum Zahnfleisch, weißt nicht, wie es weitergeht. Und es ist schon brutal. Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon angekommen bei dem Song, den du parat gemacht hast für die Situation, die wir jetzt haben. Man-Made Madness. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie das. Der Song habe ich geschrieben im 95 oder 94. Er ist schon recht alt, also über 25 Jahre, aber es. It rings true. Okay. And bridges. Tonight this world's a global town. Now it needs more than a few stitches to keep it safe and sound. We sail with ships across the ocean to discover a untouched world.
Now we need more than a magic potion. When I see what happened to it, there's still a natural beauty where it's out of man's reach. So it is our duty to learn and teach. It's a man-made madness. It's a man-made madness. It's a man-made madness. Yes, it is. We can't wait till hell freezes over, or to enjoy it while it lasts. So don't play till you read game over, 'cause you can't. You can't drop another coin in. There's still a natural beauty where it's out of man's reach. So it is our duty to learn and teach. It's a man-made madness. It's a man-made madness. It's a man-made madness. Yes, it is. Whoa. There's still a natural beauty where it's out of man's reach. So it is our duty to learn and teach. It's a man-made madness. It's a man-made madness. It's a man-made madness. Yes, it is. Oh, it's a man-made madness. Yes, it is. It's a man-made madness. It's a man-made madness. Yes, it is. Oh, it's a man-made madness. Yeah! Bravo! Super gut! Einfach mega etwas da. Und jetzt, du hörst den Applaus nicht, oder? Aber jetzt schauen wir noch mal schnell da drin, ist Facebook. Das Publikum ist also aktiv und macht mit. Zum Beispiel schreibt Isabel Fair: Bravo Kurt, eben ein Song A Day, das machst du schon lange auf den sozialen Medien. Und das erfreut mich immer wieder. Und dann haben wir auch eine Reaktion von ein bisschen weiter weg, nämlich von Patrick Hefti. Er schreibt: A real Talent and keep it up. Liebe Grüße von Singapur. Hey, die, wie soll man sagen, die Vorteile des Internets, das habe ich im 1998 noch nicht so gehabt. Aber du bist wirklich immer vorne dabei gewesen bei so Sachen. Also nicht nur das mit dem Song jeden Tag, weil ich kann mich erinnern, eben, wir haben ja zusammen geschafft vor über 20 Jahren und dort bist du schon immer der gewesen, der gewusst hat, was technisch so läuft. Und was mir dann auch gefallen hat, du hast dann angefangen von deinem Konzert, von deinem legendären Büssli, hast du so Videos gemacht, oder? Wo du auf dem Weg gewesen bist. Ja, das ist Periscope, hat die App geheißen, gibt es heute noch, finde ich faszinierend, obwohl es ist immer, wenn eine App beliebt wird, dann hast du natürlich viel Zeugs, wo du aussortieren musst. Aber noch schon die Idee, dass du kannst sagen, ich streame ein Konzert, also dass du zum Broadcaster wirst und das auf dem Handy hast. Es ist weh, wenn irgendwo ein Anlass ist, ob es jetzt Coachella oder irgendein Open Air ist, auf Periscope hast du auch eine Map, wo du kannst schauen, wo ist was, und du kannst dort rein schauen. Dann hast du im Prinzip nicht nur ein Fernsehteam, das filmt von einem Event. Du hast dann 15, 20, 30 oder eben je nachdem, wie viele vor Ort sind,
Berichterstatter. Und ich habe den so verwendet, weil ich einen Truckdriver in Kanada gesehen habe, der von Vancouver nach Toronto fährt im Winter. Und er hat super Stories gehabt und du hast die Weite gesehen von der kanadischen Wildnis. Und dann habe ich gesagt, hey, ich fahre mal durchs Land mit einer Art mit der Dashcam, mhm, dass ich einfach filme, wie das Land aussieht. Und die Reaktionen sind wirklich super gewesen, weil viele Leute kann sich mit Liechtenstein in dem Sinne noch nicht vorstellen, wie es da aussieht. Klar, man sieht Postkarten vom Schloss und so. Aber einfach mal von Balzers ins Unterland auf der Hauptstrasse. Und das ist interessant gewesen, wie die Reaktionen sind dabei. Dann mal so gesagt, wo du überall auftreten tust. Und jetzt nimmt mich Wunder, wenn das Ganze vorbei ist. Auf welches Konzert freust du dich am meisten? Ich habe jetzt momentan noch Tickets, zum Beispiel Ben Loncle Soul wäre am April, jetzt gerade 14.04. wäre es gewesen, im Kaufleuten. Es ist verschoben worden im Herbst und es ging natürlich. Aber eben, momentan habe ich nichts ticketmässig gekauft, weil es ist ja alles nach dem Motto, wir wissen gar nicht, wann es wieder ist. Aber ich freue mich vor allem für mich, dass ich dann wieder jeden Montag im Hotel Schloss Ragaz spielen kann. Von 6 bis 9 ist das so mein Forum, meine Plattform, wo ich wirklich mit Piano und Gitarre die Leute begleiten, wenn sie das Apéro nehmen oder das Nachtessen. Ist auch ein schönes Umfeld zum Spielen. Und wenn die Nachricht kommt, dass du jetzt wieder darfst, ein Konzert gehen, was wird denn der Start in deinem Tag sein, neben dem, dass du «Start the Day with a Song». Was machst du denn? Ja, passend wäre sicher Bill Withers, «A Lovely Day». Oder? Also, es wäre sehr das. Und bei mir ist meistens so ein Beatles-Song dabei. Aber bei mir läuft es jetzt eigentlich weiter. Ich möchte das ganze Repertoire mal draufbringen. Jetzt bin ich bei 350, aber je nach Lage, was News sind und so, dann ich manchmal auch anpassen. Jetzt heute zum Beispiel am Morgen noch Tears for Fears habe ich gespielt. Das ist Mad World, weil es ja immer noch sehr gut passt. Und das ist sehr spontan. Manchmal kann ich einen Song am Vorabend gehört haben und sage, wow, das wäre jetzt etwas für den Nächsten. Mhm. Wärst du spontan noch mal parat? Wir haben jetzt gerade das Finale, Bruce Springsteen oder Peter Gabriel. Aber ich möchte noch mal auf der Instagram-Kommentar eingehen von der Katja Langerbahn. Sie hat sich ja eigentlich alle 5 gewünscht. Jetzt sind wir ja schon so weit gegangen, dass wir einen Günther spontan einen erfüllt haben. Ja, jetzt bist du im Zugzwang. Sollen wir beim Verkehr bleiben? Wir haben Taxi, machen wir jetzt den Train. Stop this Train. Klar, mache ich gerne. Okay, und nachher dann John Mayer. Mm-hmm. Bruce Springsteen oder Peter Gabriel. Aber jetzt zuerst Stop this Train. Der hat noch nicht so lange im Repertoire, aber es ist ja gerade Reiz. Einfach noch schnell ein Gurgeln. Also wir da Räuspern. Dann sage ich einfach viel Vergnügen. Yes. Colorblind, I know the world is black and white. I try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Don't know how else to say it, I don't want to see my parents go. One generation's length away from fighting life out on my own. Stop this train, I want to get off and go home again. Can't take the speed, it's moving in. I know I can,
But honestly, won't someone stop this train? Scared of getting older, I'm only good at being young. So I play the numbers game to find a way to say that life has just begun. Had a talk with my old man, said help me understand. He said, turn 68, you renegotiate. Don't stop this train. Don't for a minute change the place you're in. Don't think I could ever understand. I tried my hand, could honestly, don't ever stop this train. Once in a while, when it's good, it'll feel like it should. And you are still around, and you're still safe and sound. And you don't miss a thing till you cry when you're driving away in the dark, singing, stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can, 'cause now I see I'll never stop this train. Never stop this train. No. Don't stop this train. Danke. Merci. Du, jetzt haben wir ja schon ins Facebook geschaut und Instagram und so, und jetzt muss ich noch schnell meine Mails checken. Weil da ist eine Mail aus Riechenburg vom Martin Riesch. Er schreibt, coole Idee und super Sound. Gratulation an Kurt Ackermann. Merci. Bin leider nur nicht angemeldeter Facebook-Nutzer und kann darum nicht kommentieren. Er schaut es aber, das Video ist öffentlich und er hat halt so kommentiert, ist ja auch voll cool. Das Video ist nachher natürlich auch noch zum Anschauen apparat. Wir hauen es noch auf Instagram und auf YouTube. Und jetzt müssen wir Förschi machen, es ist schon 12 Minuten vor 7. Jetzt kommen wir zum Endresultat da. Ja, der Bruce, der Boss, hat gewonnen. Obla. Kommen wir gerade zum Punkt. Dancing in the Dark, bitteschön. Okay, löscht Lichter. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. Can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Message keeps getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror.
I wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there is. Can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Dancing in the dark. Getting older, there's a choke here somewhere, and it's on me. I'll shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. Can't start a fire. Sitting around crying over your broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Can't start a fire. Worry about this little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Dancing in the dark. Dancing in the dark. Dancing in the dark. Mega cool. Für mich ist das ein lovely day. Lovely day. Thanks. Jetzt sind wir am Schluss von dieser Spezialsendung. Und ich sage mal so, vor dem ersten Konzert nach dieser ganzen Corona-Krise kannst du noch mal Content mindestens lovely day spielen. Sehr gern. Dankeschön. Danke euch fürs Kommentieren und fürs Teilen von dem Video. Hat mega Spass gemacht. Und übrigens, mehr regionale Musik gibt es bei uns online im Radioel Regio Channel. Könntet ihr mal drehen, wir haben hier Open Stage. Alle Infos gibt es auf radio.li. Tschüss und einen schönen Abend. Radio. Wir spielen die Hits.